einen großen Sprung weg von der Oma machen, ja, und zu der sehr jungen Wenke Mühre, ja, die mit 22 geheiratet hat, mhm, und eine etwas ungewöhnliche Hochzeitsreise gemacht hat, die aber eine große Beziehung hat zu Deutschland. Und da schließt sich dann wieder der Kreis. Ja. Die Hochzeitsreise dauerte ein halbes Jahr. Ja. Aber sie war, sagen wir mal, an einem Ort, den sich andere nicht wünschen als, sagen wir mal, als Transportmittel. Ja, ich war an einem, also ein Boot. Wir sind, aber kein Gummiboot, das war ein... Nein, das war ein Schiff. Containerschiff. Mit Containerschiff. Und mein Mann da, mit dem habe ich drei Kinder, der hat, war Zahnarzt an Bord und hat gewechselt, für die Mannschaft. Da waren 40 Mannschaft und da war der. Und wir haben immer uns die Reise so ausgesucht. Und für mich war das meine erste tolle Reise. Ich sah nur Sonne und Bikini. Aber er sagte, du bist der, also Schwester, Zahnarztbehilfe. Und da waren also, ich musste alles machen. Ne? Ich saugte Blut ab. Das war so ein Provisorium. Und ich habe ein Bild, also das konnte ich gar nicht mitbringen, weil das sieht so, und so eine Rückenlehne wie so ein Friseur oder so. Ja. Und da Blut ab. Das war so lustig. Die armen Leute. Und die armen Leute. Ja, aber die waren gut behandelt. Die haben tolle Zahlen. Aber das waren natürlich Umstände, die ein bisschen primitiv waren, weil wir müssen uns dauernd bewegen. Und dann war es strahlende Wetter und ich dachte, ich nütze die Zeit und bin im Bikini geschlüpft. Und damals konnte man Bikini. Ja, und dann ruft er mich, weil da war ein Patient. Ihr Mann. Ja, ja. Mann ruft Sie. Ja, mein Mann rufte mich an und also, der rief, Wenke, Patienten. Ja. Und ich kam rein in Bikini und stellte mich, also ich stand da direkt, er hat da gewohnt, und ich stand also mit Nabel, er bräuchte keine Betäubung, der Patient. Der war total hin von dieser. Und so ging das bis Schluss, musste er sagen, Wenke, du musst also einen Topf. Aber du kannst nicht so als Patient. Und ich fand das okay. Das war, ja. Und die Reise hatte dann aber trotzdem ein glückliches Ende. Ja. Weil es kam ein Anruf aus Deutschland. Ja, ich gehe in Vancouver zu der Brücke runter. Und da höre ich, Telefon für Mrs. Myrie, Telefon für Wenke Myrie. Und ich dachte, was ist hier los? Und da hat mir der Chef, ich lief da rein und da hat mir der Chef von Polydor angerufen. Wenke, wo bist du? Ja, ich bin in Kanada. Aus Deutschland. Aus Hamburg, ne? Polydor saß doch in Hamburg. Ja. Ich bin in Kanada. Was? Bist du wahnsinnig? Du bist Nummer eins, du musst kommen. Wann kommst du? Ja, ich komme in ein halbes Jahr. Und da ist der Fall durchgedreht. Aber wir haben trotzdem Platten verkauft. Und sind Sie aber früher nach Hause gekommen, ne? Ja, einen Monat oder so.